Sehr geehrter Herr Generalmajor, geschätzte Herren Brigadiere, geschätzte Offiziere, geschätzte Vertreter der Polizeimusik, vielen Dank für die nette Einbegleitung an diesem frischen Morgen. Auf allem, sehr geschätzter Herr Kontingenzkommandant, Herr Bezirksinspektor, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Medienvertreter. Es ist heute ein besonderer Tag, nicht nur für Sie, es ist ein besonderer Tag für unser Land, es ist aber auch ein besonderer Tag für mich. Für mich ist es ein besonderer Tag, weil ich vor wenigen Wochen das Amt des Innenministers übernehmen durfte und ich in meinen Erklärungen zu meinen Zielen gesagt habe, dass der Außengrenzschutz ein ganz wichtiges Projekt, ein wichtiger Bereich ist. Und daher freut es mich, dass wir heute diese Verabschiedung des Kontingents nach Ungarn durchführen können. Es ist für Sie ein besonderer Tag, weil es eine neue Aufgabe ist, die auf Sie zukommt in den zumindest nächsten 2 Monaten. Und ich habe es gesagt, es ist vor allem für unser Land, für Österreich ein besonderer Tag für die Sicherheit unseres Landes. Österreich ist von illegaler Migration, und das wissen Sie, intensiv betroffen und dadurch auch belastet. Allein bis Ende November letzten Jahres haben wir rund 34.000 irreguläre Migranten zu verzeichnen gehabt, 34.000 Asylanträge. Und rund 90% dieser Anträge sind über die Länder Serbien, Rumänien und Ungarn nach Österreich gekommen. Und Sie wissen es auch, Treiber dieser Phänomene ist die Schlepperkriminalität, die Europa ganz massiv belastet. Wo Schlepper am Rücken von Menschen, am Leid der Menschen, ihr mieses Geschäft machen. Es ist eine ganz üble Form der organisierten Kriminalität. Und unsere Aufgabe ist es, diese Schlepperkriminalität auf allen Ebenen zu bekämpfen. Hier bei uns in Österreich, an unseren Grenzen, aber auch, und auch das habe ich gesagt, ist ein wesentliches Ziel meiner Arbeit im Innenressort an den Außengrenzen, an den Außengrenzen der Europäischen Union. Und da ist es für unser Land gut, dass heute zusätzlich 18 Beamtinnen und Beamte, Polizistinnen und Polizisten ihren Dienst an der Außengrenze in Ungarn hier tätigen werden. Es sind insgesamt 35 Kolleginnen und Kollegen, die für die Sicherheit da sein werden. Gerade auch für die Sicherheit in unserem Land, wenn sie die Außengrenze entsprechend schützen. Insgesamt ist das Ziel mittelfristig, und das ist auch die Vereinbarung, dass wir dieses Kontingent auf ca. 50 Beamte aufstocken werden. Es ist aber nicht nur das menschliche Know-how, die Polizisten und Polizisten, die hier tätig sein werden. Wir werden unseren Partner, unseren Nachbarn Ungarn auch dahingehend unterstützen, dass wir zusätzliches Gerät, modernes Gerät zum Grenzschutz hier anbieten. Herzschlagdetektor, zusätzliche Geländefahrzeuge oder Technik aus dem Bereich des Wärmebild oder aus der Wärmebildtechnik. Die Arbeit unserer Polizei in Ungarn ist höchst erfolgreich. Erst zuletzt konnten Schlepper dingfest gemacht werden in Zusammenarbeit mit den ungarischen Kollegen. Und hier sieht man, wie direkt unmittelbar hier gearbeitet wird und wie hier auch der Austausch zwischen diesen Beamtinnen und Beamten funktioniert. Es ist entscheidend, dass hier grenzüberschreitend auch entsprechend zusammengearbeitet wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte das Kontingent, geschätzte Polizistinnen und Polizisten, auf Sie wartet ein fordernder Einsatz. Das ist Ihnen ganz bestimmt bewusst, dafür würden Sie auch ausgebildet. Sie werden einen wesentlichen Kampf, Sie werden einen wesentlichen Beitrag im Kampf gegen die Schlepperei und damit gegen die organisierte Kriminalität leisten. Sie werden die EU-Außengrenze schützen und damit auch unser Land schützen. Dafür möchte ich mich bei Ihnen sehr, sehr herzlich bedanken. Ich weiß, und das durfte ich in den wenigen Wochen meiner Amtszeit kennenlernen, dass wir sehr viele engagierte Kolleginnen und Kollegen haben, die natürlich in der jetzigen Phase vor ganz besonders herausfordernden Arbeit
stehen. Aber Sie leisten etwas Zusätzliches. Sie sind bereit, Ihre Heimat Österreich für eine gewisse Zeit zu verlassen und damit für unsere Sicherheit da zu sein. Das ist herausfordernd, das ist schwierig. Dafür darf ich Ihnen ganz persönlich, aber vor allem auch im Namen der Republik Österreich danken, dass Sie das tun. Sie sind exzellent ausgebildet, daher bin ich davon überzeugt, Sie werden exzellente Arbeit leisten. Ich wünsche Ihnen im Sinne uns aller eine erfolgreiche Zeit und vor allem wünsche ich Ihnen, dass Sie wieder gut nach Hause zurückkehren. Vielen herzlichen Dank, alles Gute.